und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar möchte ich euch heute mal meine Perlen zeigen. Und ich würde sagen, fangen wir auch direkt an mit dem Video. Und zwar habe ich einmal hier so Rosenperlen, die habe ich mal bei Doreen Beats gekauft. Und zwar sind das die kleinen. Also die großen hatte ich irgendwann mal in einem Tauschpaket. Da weiß ich leider nicht, wo die her sind, aber ich denke mal, N-Beats wird die bestimmt haben, Doreen Beats vielleicht auch. Hier habe ich noch die Nummer. Ich weiß allerdings nicht, ob es die Nummer noch gibt. Genau, die habe ich einmal. Dann habe ich einmal vom Action diese Buchstabenperlen. Die gibt es ja aktuell, ich glaube, 99 Cent kosten die. Und da sind drin 200 Stück und 6x6 mm. Dann habe ich hier in dieser kleinen Box so ganz kleine Mini-Perlen. Also hier so in, schwarze Crackle-Perlen, hier so Marmor-Optik. Genau, so ganz viele verschiedene. Das sind halt so ganz, ganz, also so kleine, wo ich auch nur so ein paar von habe. Die habe ich dann halt hier drin. Und hier habe ich noch so Strass-Rondelle. Genau, diese hier. Hier in so einer Box drin, in verschiedenen Farben. Die habe ich, die meisten habe ich von, also ich glaube, die habe ich von Ideen mit Herz. Und die weiß ich gar nicht. Genau, hier ist so alles Mögliche drin. Ich habe aber auch noch, muss ich mal schauen, ob ich das finde. Genau diese hier. Das sind so Brenner, die kann man auch, die macht, kann man so zwischen die Perlen machen. Sehen so aus. Genau, habe ich in verschiedenen Farben. Und dann kommen wir auch schon zu meiner Hauptsammlung, sage ich mal. Und zwar habe ich die meisten Perlen in diesen Boxen. Die sind auch recht klein, wie ihr seht. Also die haben eine schöne Größe zum Basteln. Die gibt es beim Action 2 Stück 1,99. Und in dieser Box habe ich zum Beispiel meine ganzen Crackle-Perlen drin. Hier habe ich auch verschiedene Größen. Ich habe es immer versucht, so ein bisschen farbig zu sortieren. Und nach Themen. Also hier sind nur Crackle-Perlen drin. In der nächsten habe ich auch nur Crackle-Perlen und dann halt solche hier. So, die sind auch so ein bisschen aus so einem Crackle-Look. Die sind von, ups, ihr seht hier, die sind von Doreen Beats, genau wie die. Die habe ich von meiner Schwiegermama bekommen, deswegen kann ich euch nicht sagen, wo sie die her hat. Das war Box Nummer 2. Also ich habe jetzt 19 Boxen habe ich voll, also zumindest fast voll. In dieser Box habe ich so besondere Perlen drin, habe ich halt solche Würfelperlen, da sind so Steine drin, so kleine Diamant, also so kleine Diamantsteinchen sonst darstellen. Die gab es mal beim Teddy. Dann habe ich hier so Runde mit Schmetterlingmotiv. Hier habe ich so Rosenperlen verschiedene. Hier habe ich so alles mögliche. Also da, wo ich kleinere Perlen von habe, also so ähnlich habe ich einen kleinen. Die habe ich halt auch hier drin, weil das nur ein paar sind. Dann habe ich hier solche. Dann solche mit so Motiven. Dann habe ich hier diese Äuglein. Dann solche geschwungenen und diese hier. Und so Herzperlen. Genau, die waren hier drin. Dann habe ich diese hier. Und da habe ich einfach nur diese geschliffenen drin. Die habe ich auch mal von Doreen Beats gekauft. Bei Doreen Beats gekauft. Na, Fokus. Bin ich. Ja, die haben hier so einen Schliff halt. Könnt ihr das, glaube ich, auch ganz gut nochmal sehen. Genau, und hier habe ich halt noch so große, die sehen so ein bisschen aus wie diese Disco-Kugeln. Die habe ich da noch mit reingetan, hätte ich jetzt noch ein Fach frei. Da findet sich bestimmt auch irgendwann mal was, was ich da reinpacken kann. Hier habe ich noch mehr geschliffene Perlen. Das war so auch so ganz, ganz kleine hier. Und die finde ich auch richtig schön. Diese sind hier drin. Hier sind jetzt Glas- und Acrylperlen drin in verschiedenen Größen, Farben. Im Schnitt habe ich sie aber, wo ich mehrere von habe, immer farblich sortiert. Weil es für mich einfach wirklich einfacher ist. Ich muss mal gucken, dass ich die Boxen hier im Hintergrund wieder aufeinander stelle. Dieses Klick, was ihr nämlich hört, dann stehen die richtig übereinander. Die haben hier so Noppen und dann stellt man die halt rein und dann stehen die richtig fest.
Ja, und diese hier habe ich noch mehr Perlen mit Stift. Hier habe ich so ein paar lose. Hier sind recht viele einzelne Perlen halt drin. Die fand ich auch ganz hübsch. Dann habe ich hier diese mit so einem Gold dran. Die gibt es ja auch bei Dorin Beads. Also ich habe sehr viele Perlen von Dorin Beads. Einige habe ich von Envy. Da habt ihr auch erst ein Haul gesehen. Ich warte auch noch auf eine Bestellung von Dorin Beads. Die müsste jetzt auch die Tage hoffentlich ankommen. Dann habe ich hier solche. Hier sind jetzt so größere Perlen drin. Hier habe ich noch so viereckige. Genau, hier habe ich noch so viereckige Glasperlen in groß und klein. Hier habe ich so ovale Perlen und so blätterförmig habe ich hier noch. Diese sind hier drin. Hier habe ich noch so ganz kleine blaue. Da wusste ich nicht, wohin damit. Dann habe ich diese hier. Und das sind alles so Wachsglasperlen. Und die sind zweifarbig. Ihr seht schon, ich habe hier auch immer mal noch ein paar rüber getan, weil ich einfach zu viele davon hatte. Hier habe ich auch noch ein paar über. Davon habe ich auch der lieben Sarah schon welche abgegeben. Beziehungsweise noch stehen sie hier. Die kommen in ihr nächstes Paket. Weil die werde ich sonst nie verbrauchen. Dann habe ich hier auch wieder zwei oder mehrfarbige Perlen. Ja, und die habe ich auch so ein bisschen sortiert. Hier habe ich solche, die habe ich von der Messe mitgebracht, die hier drin sind. Ja, auch richtig schön und verschiedene Größen und Farben und ja. Ihr könnt mir ja mal verraten, wo ihr eure Perlen kauft. Also ich kaufe meine Perlen hauptsächlich bei Dorin Beads und Envy. Ich habe jetzt aber auch in einem eBay-Shop erst Perlen bestellt. Die müssten auch noch kommen. Wo ich mit der Qualität sehr zufrieden bin. Da warte ich auch noch auf einen China-Shop, wo ich bei eBay bestellt habe. Ja, ansonsten halt auf Messen kaufe ich auch ganz gerne mehr. Dann habe ich diese hier noch. Die habe ich auch. Das sind auch alles Glasperlen. Hier sind noch solche. Die habe ich so, ja, so vereinzelte noch reingetan, die ich jetzt nicht zuordnen konnte. Das sind so, die fühlen sich so ein bisschen an wie schwere Metallperlen. Hier noch so grüne und solche Ovalen hier, die changieren so. Genau, sowas ist hier drin. Also ich habe mir ein paar Gedanken schon gemacht beim Einräumen und habe sie nicht einfach so reingeschmissen. Hier zum Beispiel sind einfarbige Glaswachsperlen drin und auch normale Glasperlen. Hier zum Beispiel in Schwarz, denn das ist so ein ganz dunkles Lila, die finde ich richtig hübsch. In Blau, in Rot, hier diese Farbe ist auch schön, so ein Mintgrün. Die habe ich dann noch. Dann kommen wir auch schon zum letzten Turm von den Boxen. Und zwar habe ich dann einmal hier diese. Und das sind halt auch so Glasperlen in kleiner. Genau, hier verschiedene Farben, auch so Neonfarben mal mitbestellt. Ich meine, das ist mal was anderes. Ich meine, die sind auch fast alle von N-Beats. Wenn ich daran denke, wenn ich das Video hochlade, versuche ich euch den Haul mal dazu zu verlinken. Hier habe ich auch noch so, das sind jetzt alles. Oder fast alles Acrylperlen. Das hier sind Acrylperlen. Hier habe ich noch ein paar Glaswachsperlen drin. Wie sie gerade so kamen. Und hier habe ich. Das sind die Acrylperlen vom Action. Die kommen in so einer großen, runden Dose. Ich glaube, 200 Gramm sind da drin. Und wenn ihr die aufmacht, schüttet sie in eine Kiste. Lasst die Kiste auf und stellt sie am besten über Nacht raus. Diese Perlen stinken so, also die haben so, also wirklich, die stinken einfach. Die stinken richtig nach Plastik, nach Chemie. Und immer wenn ich die Box aufmache, rieche ich das immer noch. Und die Perlen standen wirklich über Nacht draußen an der Luft, damit sie aufhört. Aber das hat mich auch nicht viel gebracht. Hier habe ich dann nochmal zwei farbige. Und diese hier oben. Sind auch aus einem eBay, also von einem eBay-Verkäufer. Ich meine, da habe ich auch ein Video zugedreht. Bin mir aber nicht sicher. Genau, und hier habe ich halt noch solche Perlen. Die fand ich auch ganz hübsch. So kleinere. Nicht noch. Dann habe ich hier, sind die restlichen von den, aus diesen Perlendosen. Seht ihr auch, sind immer drei Größen und drei Farben drin. Hier habe ich so ein bisschen zusammengemischt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, wenn ich die Box zumachen kann. Dann stinkt es nicht mehr. So, und hier habe ich noch so ein paar vereinzelte Perlen drin, einfach für solche. Fühlt sich so ein bisschen an, als hätten die so einen Stoffüberzug. Das fand ich ganz toll, einfach mal.
Die habe ich nämlich auch bei Envies gekauft. Genau, diese habe ich noch. Dann habe ich noch eine große Box mit Flügelperlen. Und das sind alle meine Flügel, die ich habe. Und hier sind halt so Roségold. Hier ist sogar noch die Nummer von Doreen Beats. Dann habe ich hier solche Plastikflügelchen, Metall. Also hier habe ich so eigentlich so alles Metallflügel drin und Gold und ganz unten sind halt noch so Metallflügel. Wie so ein, hier habe ich so ein bisschen gemischt, weil ich hier so ein paar goldene Acrylflügel und weiß Acryl. Ihr könnt mir ja mal, vielleicht weiß jemand von euch, wo ich weiße Acrylflügel herbekomme, in günstig. Also ich habe jetzt für, ich habe 50 Stück 5 Euro bezahlt. Das fand ich auch nicht mehr ganz so günstig, aber vielleicht hat ja einer von euch einen Tipp. Dann habe ich noch, jetzt muss ich schauen. Die habe ich auch stellenweise von der Messe. Und zwar sind das Glasperlen und das sind so in so Blütenform. Verschieden, die habe ich noch so Herzen. Und dann habe ich so Unterwasserperlen halt, so Muscheln und alles. Schauen und ich hatte noch. Genau, ich habe auch noch Sterne. Diese und. Ups, diese gibt es halt auch beide bei Doreen Beats. Da müsst ihr halt wirklich gucken wegen der Farbe. Ansonsten muss ich mal gucken, habe ich noch irgendwelche Perlen hier drin? Genau, hier habe ich noch diese Perlen, auch wieder Sterne. Hier habe ich sogar noch 5 mm. Und zwar diese. Und ich glaube, die habe ich schon 2 oder 3 Mal habe ich die bestellt, weil ich die total gerne benutzt habe für Armbänder. Und dann ist mir meistens eine Farbe ausgegangen und dann habe ich sie nachbestellt. Nur wegen einer Farbe und ja, irgendwann ist das Fach halt voll. Ja, das war nachher. Ich habe noch ein paar Perlen und zwar diese hier und das sind Perlen, die habe ich selbst gegossen. Einfach hier in so lila, da macht man einfach auf der Rückseite eine Perlenkappe drauf und dann sieht man das nicht mehr. In so grün. Also eigentlich sollte die ganze Perle schimmern, nur leider setzt sich das Glitzer ab. Dann hier so in so Neonorange, in Weiß, Gold. Genau, und hier, das muss ich euch zeigen, hatte ich noch so einen Rest und habe den einfach eingegossen. Jetzt habe ich so eine Halbperle mit Loch. Fand ich auch ganz amüsant. Ja, das war auch schon wieder das Video für meine Perlen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!